Also ich hab von der materiellen Welt ziemlich die Nase voll. Und wenn dir das auch so gehen sollte, ja, dann zieh dir doch nicht immer diesen Stuss rein. Besser ist das Krishna-Bewusstsein, genannt Bhakti-Yoga, ja das muss sein. Dies ist ein Gebet und kein Kunstreim, nicht irgendein Text mit ner Punchline. Friss dir doch nicht immer diesen Frust rein, schluck lieber diese Hucklein und übe dich im Krishna-Bewusstsein. Und ab geht's mit dem Frust durch den Schornstein, dafür kann es nicht früh genug sein. Diese Welt ist so vergänglich, doch wer von uns ist für diese Tatsache schon empfänglich? Unsere Heimat ist bei Krishna, in seinem Reich. Es gibt dort kein Leid und Jugend bleibt. Ja, alles dort ist schön, vollkommene Ästhetik. Die Bewohner leben dort nach einer viel höheren Ethik. Neid ist ihnen unbekannt, ein No-Go, ein geht nicht. Sind in echter Nächstenliebe tätig und glückselig. Ich weiß nicht, was mich noch hält in dieser Welt. Hier dreht sich doch alles nur um Macht, Missbrauch und Geld. Und alle sind vom Sex verhext, ja völlig perplex. Es hat nicht viel mit Liebe zu tun, doch keiner checkt's. Das Abnehmen der Lust ist der Prüfstein. Machen wir auch Fortschritt im Krishna-Bewusstsein? Daran zu zweifeln, es gibt keinen Grund, nein. Ach, das Leben könnte doch so herrlich bunt und rund sein. Zieh dir doch nicht immer diesen Stuss rein. Besser ist das Krishna-Bewusstsein, genannt Bhakti-Yoga, ja das muss sein. Dies ist ein Gebet und kein Kunstreim, nicht irgendein Text mit ner Punchline. Friss dir doch nicht immer diesen Frust rein, schluck lieber diese Hucklein und übe dich im Krishna-Bewusstsein. Und ab geht's mit dem Frust durch den Schornstein, dafür kann es nicht früh genug sein. Sind wir wirklich Krishna bewusst? Wollen wir es wirklich? Wollen wir raus aus der materiellen Welt? Wollen wir raus aus dem Kreis von Alter, Krankheit, Geburt und Tod, diesem Samsara, den wir schon seit Milliarden Jahren durchlaufen? Haben wir wirklich diesen starken Wunsch? Haben wir diesen starken Wunsch? Dann bleiben wir nicht nur ein Jahr im Krishna Bewusstsein. Ein ganzes Leben bleiben wir dabei, obwohl wir immer wieder gedemütigt werden. Mein Körper soll ab heute ein Tempel sein. Und in einem Tempel schmeißt man keinen unreinen Krempel rein. Deshalb kriegt der Tilak heute einen Stempel auf die Stirn. Ab jetzt hat er nur noch Sri Govinda auf dem Schirm. Er ist nun der Gott seiner Seele. Ja, diese Sehnsucht beherrscht jetzt sein Leben. Das ist seine Hoffnung, sein Streben. Ach, würden materielle Wünsche doch bloß nicht so kleben. Ja, die materiellen Wünsche, auch Anatas genannt. Wie oft schon wurde ich von diesen Kräften übermannt. Hab dann Sri Govinda aus meinem Herzen verbannt. Nahm seine Hand nicht und so verrannt und verbrannt ich mich. Tat so, als wusste und kannte ich's nicht. Und so war na klar auch kein Land in Sicht. Brauch wahrscheinlich einen kräftigen Elefantenkick. Zieh dir doch nicht immer diesen Stuss rein. Besser ist das Krishna-Bewusstsein, genannt Bhakti-Yoga, ja das muss sein. Dies ist ein Gebet und kein Kunstreim, nicht irgendein Text mit ner Punchline. Friss dir doch nicht immer diesen Frust rein, schluck lieber diese Hucklein und übe dich im Krishna-Bewusstsein. Und ab geht's mit dem Frust durch den Schornstein, dafür kann es nicht früh genug sein. Zieh dir doch nicht immer diesen Stuss rein, besser ist das Krishna-Bewusstsein, genannt Bhakti-Yoga, ja das muss sein. Dies ist ein Gebet und kein Kunstreim, nicht irgendein Text mit ner Punchline. Friss dir doch nicht immer diesen Frust rein, schluck lieber diese Hucklein und übe dich im Krishna-Bewusstsein. Ab geht's mit dem Fuß durch den Schornstein, dafür kann es nicht früh genug sein. Und der Beat geht an August Nebel. Hier saßen wieder mal die Profis am Hebel.